Dann hätte ich ja vorher nicht rausklappen können, einfach so. Ne, ich meine, wie heißt das, weil das verschlägt? Hallo. Wir haben jetzt die Mods aktiviert. So. Ja, alles neu starten. Tut mir leid. Ja, ist gut. Wenn man neue Mods einfügt, dann muss man immer so viel machen, dass es, dann kommt man schnell durcheinander. So, neue Mods. Einmal Kipper. Da haben wir ihn. Den Krampe. Es ist eigentlich nichts anderes als der hier. Bloß mit einer Anhängerkupplung. Genau, der hat nämlich eine Anhängerkupplung. Das heißt, mit einem Dolly dran und den Krampe kann man dann halt einen zweiten hinten reinmachen. Das verdoppelt dann halt unsere Transportfähigkeit. Auf Dauer sehr praktisch. Müssen wir nur gucken, wann wir den dann halt kaufen, weil der kostet ja schon 78.000. Dann brauchen wir auch noch Dollys dazu. 4 Stück brauchen wir jetzt. Ja. Die alten könnten wir... Im Moment läuft ja noch alles. Warte. Wir brauchen nur zwei. Wieso? Weil wir brauchen ja nur einen für Anhängerkupplung. Achso, ja, stimmt. Also, und den anderen, die alten können wir ja dann halt da hinten... Ja, stimmt. Also brauchen wir zwei Stück. Die sind sogar färbbar, fällt mir gerade ein. Die Krampe. Die neuen. Ah ja, genau. Autos. Wir haben jetzt auch noch... Oh, 6.000 kostet nur der GRZ. Ja, kaufe ich gleich. Cool. Und was haben wir dann noch? Ach ja, genau. 6.000? Tiere. Da. Ah, den kann man nur in... Für später vielleicht. Anhängerkupplung, ja, auf jeden Fall. Wollen wir den in Grau, Grün oder Sahara haben? Was? Es gibt nur drei Farben? Ja, das ist also ein Armee-Ding, denke ich mal, ne? Grau was und was? Grau, Grün oder Sahara. Also, Sand. Welchen denn jetzt? Ich dachte, du meinst die Krampe. Grau, Grün... Ich würde sagen, Grün ist... oder Sahara, weiß ich nicht. Beides ist eigentlich gut. Grau ist so langweilig. Dann kaufen wir Sahara. So, steht da. Soll ich abhauen oder willst du? Kannst du auch melden. Okay. Ich bin hier gerade beschäftigt, deswegen. Helfer B und C hat die Arbeit erfolgreich leider runterhaut. Hier steht gerade alles rum. Ich glaube, du hast noch was gekauft, oder? Nee, was soll ich denn noch gekauft? Okay. Das hat gerade nämlich so geruckelt. Ah. Oh, der ist ja hübsch. Oh, der ist ja hübsch. Oh. Oh, der gefällt mir. Alter! Kommst du zum Sonnenblumenfeld? Ja. Ich muss aber erstmal ganz kurz den Sound umstellen. Moment. Oh. Ah! Entschuldigung. Lautstärke Fahrzeuge mache ich mal auf 100%, weil das ist geil. Alter, was für ein geiler Sound. Kein Wunder, dass der beim Motorster bei Empfehlungen war. Alter, ist das geil. Ich hab's mir mal beantwortet, wie heißt das hier? Rocket League ein bisschen zu. Echt? Ja, keine Ahnung. Können wir auch mal oder so machen. Ja, oder so. Ja, ist auch so tagsüber besser, weil nachts das ja wird sonst zu laut. Ja, eben. Alter, hört er sich geil an. Oh, das ist eine geile Mod. Fährt auch 83 km/h. Ja, ich weiß. Sonnenblumenfeld. Ja. Okay, ich könnte sein, dass der... Oh, der rutscht ein bisschen. Oh, der rutscht! Okay. Oh Gott. Aber gut, Hat bestimmt ja, der die rutscht. Fahreigenschaften von dem TT, also von dem, wie heißt das hier, Pickup hier, denke ich mal. Nee, schlimmer. Schlimmer? Du Scheiße. Ja, also der schwimmt richtig. Na ja, gut, das hat er ja wirklich gemacht. Aber ich finde es in Ordnung bei dem tatsächlich. Oh geil, der hat sogar ein Bremsgeräusch, so ein Quietschen. Hatte das nicht damals ein Trecker bei LS15 auch?
Kann sein, ja. Dieses alte Ulti-Paket hatte doch erst halt hier richtig. Ja, und so ungefähr hört sich das auch an. Boah, geil. Achso, ja, ich bin gerade unterwegs auf dem Code zu bauen. Boah, der hat drei Lampeneinstellungen. Okay. Ich fahre jetzt die Straße rein, direkt an unserem Bauern. Ah, jetzt fährt er mir hinterher. Alter, wie der schwimmt. Ja, das ist ein bisschen. Muss man aufpassen. Oh Gott. Sorry, wenn gerade keine Musik läuft, aber den Sound muss man einfach gerade mal genießen. Der macht auf jeden Fall Grafikfehler. Ich hab gerade erst am Plackern. Also der ist definitiv, da ist ein Fehler drin. Obwohl der gar nicht mit Fehlern angezeigt wird. Ja, aber eben habe ich erst halt hier, das Feld sah gerade, wurde gerade durchsichtig. Das hatte ich vorhin aber auch gehabt, als ich mich eingeloggt habe. Also, da hatten wir den noch nicht. Also, das, okay, dann ist das. Alter. Okay, das mit den. Mit dieser Wackelmod ist natürlich ein bisschen seltsam hier mit dem. Obwohl, naja, geht. Alter. Voll abgewürgt. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Oh. Alter. Coole Sache. Oh. Warte, normale Hupe. Geil. Finde ich super. Schlechte Linke. Wow. Alter, wie wackelt denn das Ding? Ja, das liegt an der Mod. Auf Straße wackelt der nicht so doll. Alter, was für eine Scheißkarte, Alter. Ja, ja. Ich finde den super. Der ist auch super detailliert. Richtig geil. Aber ich habe das Gefühl, dass der, wie heißt das, irgendwelche Fehler macht. Weil ich, das ruckelt hier ein bisschen anders. Oh. Huch. Was hast du? Komm mal bitte wieder zurück. Ja. Ich komm. Boah. Bei mir ruckeln nämlich gerade auch die Felder. Also, fahr noch mal die Straße entlang, den Weg. Ja. Das will ich jetzt mal sehen. Weil als du dich entfernt hast, hat das nämlich angefangen zu flackern. Ja, dieses Flackern hatte ich auch so, die Bilder dann teilweise, als wenn so, weiß ich nicht. Ja, ja, jetzt fängt es wieder an zu flackern. Auch der Fels fängt an zu flackern. Irgendwann, also würde ich sagen, ist der fake, also ist der scheiße. Schade. Aber ich, wenn ich so drin sitze, macht er nichts. Nur so nee, das ist auch geht. Erst. ja, genau, bleib mal hier stehen, wo ich hier bin. Und ich, kannst du das mal. Oh, Alter, der Sound. So. Ey, du mach mal mit einsteigen. Was? Kannst du mit einsteigen? Ich probier jetzt. Nee, leider nicht. Schade. Schade. So, jetzt achte mal auf das Feld. Wenn ich da oben angekommen bin, dann müsste er anfangen zu flackern. Ja. 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 Unfassbar. Und das entfernt sich jetzt so leicht, ne? Ja, ja. Wird immer schlimmer. Ja. Ja. Leider wieder weg. Schade. Aber so ist das Ding. Ja. Soll ich den denn zum Verkauf fahren? Aber ja, muss. Alter, das wird immer schlimmer hier, der ganze Bauern. Oh, das ist schade. Oh, Alter. Ja. Soundtechnisch ist das schön. Soundtechnisch und auch detailtechnisch ist das super. Ja. Fahreigenschaften sind, kann man so lassen. Ja, für das Auto. Ja, ja, eben, für das Auto. Das ist also, wir können den auch hier verkaufen. Ja, ich fahre jetzt. Ich will mit dem fahren. Die letzte Runde drehen. Alter, der Boden bebt. What the fuck? Ja, Mann, der Boden bebt. Boah, Alter, kann man mit denen geil driften. Boah.
Verdammt, die Scheiße, ich hab gerade auf den Boden geguckt, hier bei dem Haus unten an der Kante sozusagen, mhm. Da ist der Boden Da ist so ein Felsen, ne? Da ist hier an dem Haus, an der freien Werkstatt. Achso. Oh, warte, ich muss mal hier jetzt mal erstmal abchecken, wie es weitergeht. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Genau. Oh, das ist so schade. Und vielleicht kommt da irgendwann mal ein Update. Ich, den will ich unbedingt trotzdem irgendwann mal haben. Oh Gott. Ja, der ist schon cool. Schade, aber so ist das Leben. So. Alter, nicht, dass ich jetzt so einen Stalker habe, weißt du, was ich halt. Oh, Alter, da knallt er noch so leicht. Und beim Ausmachen. Das fällt da nicht. Achtung auf den Sound. Dieses Knallen am Ende. Puff! Geil. So, genug gespielt. Ich würde sagen, wir müssen gleich mal ein bisschen den Mais ernten machen. Ja. So. Ich habe noch eine dritte Mod noch nicht gezeigt. Was haben wir denn noch? Den Wassertank. Ach ja, stimmt. Nee, ja, stimmt. Den Wassertank habe ich gezeigt. Ja, stimmt. So, was müssen wir jetzt machen? Gleich die Maisernte. Ah so, okay. Maisernte. Da könnten wir eigentlich die zwei Krampe gebrauchen, ey. Hör mal ganz ehrlich. Ja, dann hol aber die. Dann kommen, ja, soll ich machen? Aber dann kommen wir ja sonst gar nicht mehr rum. dafür brauchen wir auch noch Dollys, ne? Ja. Ja. Hol am besten die Zweiachser, damit wir die auch mal sehen. So. Es war jetzt dein LKW, aber das ist scheißegal. Also, welche Farbe willst du haben? Weißt du noch, welche Farbe mein LKW hatte? Ich sehe das gerade nicht. Immer ein Rot und Felgenfarbe weiß ich leider nicht mehr. Weiß. Aber welches Rot hattest du? Hattest du das ganz knallige? Ich glaube ja. Was da sogar. Ach, obwohl, Designfarbe, was ist denn Designfarbe? Felgen ist da. Ich glaube, hier. Ich bin gerade am überlegen, Farbe. Das ist irgendwie blöd mit Rot, weil dann sieht er ja genauso aus wie ein normaler Krampe. Ja, wenn du mal der Gemeinde gekommen, Alter, schwierig. Entscheidet du mit der Hauptfarbe. Was laberst du, Alter? Du musst doch deinen dran haben. Du musst doch mit deinem zurechtkommen. Kauf dir einen pinken, Alter, wenn du jetzt das hast, was. Schwarz und weiß ist zu langweilig. Ach komm, mach einfach weiß. Weiß? Weiß mit roten Felgen. Ja, Mann. Wie dein LKW. Zwar, aber. Weiß nicht, halt Felgen immer. Gibt's nicht. Man kann die Felgen nicht machen. Achso, man kann die Felgen. Designfarbe. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist, sind, glaube ich, die Aufkleber da dran. Das mache ich jetzt in Rot. So, die Designfarbe. Oh ja, das ist eine gute Anhänger Idee. Anhänger hinten fertig kaufen. So, dein heißt es fertig. Och, das sieht hübsch aus. Noch schnell. Ja, denk an die Dollys, ne? Ja, ja. So. Im Blau mit gelben Felgen. Ach, sind die Felgen? Sind das echt die Felgen? Bei Design, ne? Tatsache, ja. Also, das stimmt, die sind gelb. Das ist richtig. Ah, jetzt. Ups. Ups. Aber, hä? So. Achso, du hast ja weiß genommen bei Design bei wo mir, bist ne? Du drin? Ja, wo bist du drin? Weil ich in dann dein. Achso, dann lass mich mal kurz rein. Ja, dann hole ich mal meinen LKW. 4 war das, ne? Die können, glaube ich, ganz schnell wieder weg. Was? Das hat. Oh, ja. Oh, das ist richtig übelst. Hä? Oh, warte. Alter Schwede. Ich komm mal. Geh mal genau ran an den Dingen. Ey, wieso ist denn deiner jetzt rot? Den hab ich doch gar nicht rot gekauft, oder? Stimmt.
Stimmt, den hattest du an weiß und. Ach, vielleicht hast du. Ach, das ist auch egal. Den hab ich. Alter, warum hat der weiße Feld? Ja, nee, das ruckelt richtig, Alter. Oh, warte. Alter Schwede. Ich weiß jetzt aber nicht, was das ist. Die Dollys sind oder halt das Teil. Werde ich ja merken, wenn ich dahin fahre. Ja, der ist wie. Ah! Nee. Hier. Oh. Gucke. Oh. Oh ja. Aber irgendwie ist das jetzt auch wieder weg, das Ruckeln. Ja, es ist irgendwie nur kurz. Wieso ist deiner hoch? Das wundert mich jetzt. Den kannst du ja nochmal reinstellen, dann können andere fahren. Ist doch so in Ordnung. Passt doch, super. Passt ja auch zu den LKW dann. Ja, ja, aber du wolltest das natürlich anders haben. So. Ja, komm. So, Dolly, genau. Ich finde die Farbe gut so. Die Plane gefällt mir. Ich färb gleich mal älter, wie das mal um. Ah, ich müsste mir die an. Oh, achso, das war die. Ach, das kann übrigens sein, dass der GRZ das Ruckeln verursacht hat. Weil da steht der ja auch noch. Ah, stimmt, das kann sein. Ja, den habe ich ja noch nicht verkauft, stimmt. Ich bin mal aus meinem LKW ausgestiegen. Oder, okay. Oder willst du noch nicht? Ich fahr mal kurz an die Seite. Also, ja. Ah, es ruckelt so tatsächlich echt so. So kurze. Hä? Warum ist das? Ach, hier ist mein Anhänger, Alter. Ich bin gerade ohne den losgefahren. Ich habe den nicht gesehen, ey. Das, weil ich den da abgestellt habe, deswegen ja, hast du ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, den muss ich nur noch zurückfahren. Sind die Dollys eigentlich auch von Krampe? Ich glaube schon, weil die haben Krampe, cool. Weil die haben nämlich die Krampe-Reifen. Toll, der eine Reifen dreht sich gar nicht. Wo? Der vordere Reifen. Die vorderen Reifen drehen sich nicht. Bei mir schon. Kann man die nach unten machen? Von dem Dolly. Also bei mir ist alles in Ordnung. Man kann mal an den Dolly tatsächlich was machen, weil irgendwie. Ah, nee, irgendwas tut hier richtig ruckeln, Alter. Also, ich denke, das sind entweder die Dollys oder der Krampe. Wir müssen uns nochmal ausloggen, das Spiel neu starten und sowas alles, weil ich glaube, also vielleicht kann es auch recht sein, dass du recht hast mit denen. Also bei mir läuft das jetzt gerade, also ich bin gerade hier wieder reingekommen, Alter, und hab erstmal direkt. Vielleicht liegt es auch gerade hier an der Stelle. Wir müssen erstmal beobachten. Ach, scheiße, ich glaube mit dem Dolly kann ich gar nicht mehr Druck erfahren. Nee, kann ich nicht. Nee, deswegen mach den Dolly ab, fahr den an den roten Krampe. Und was soll ich machen? Warte mal, ich den Dolly abmachen. Ich mache ich gleich. Warte kurz. Und dann fährst du mit dem Dolly halt an den an den alten Krampe ran. An den roten Krampe. Okay. Ja, gut, funktioniert. Wunderbar. Oh, die Fuhre sieht cool aus. Wobei der Dolly ein bisschen tief hängt. Und ja, ich sehe es jetzt auch, dass der vordere Reifen komisch hängt. Warte mal, ich soll jetzt. Was soll ich jetzt machen? Du sollst. Den mit dem Dolly LKW den Dolly an den LKW reinmachen und dann halt hinten ranfahren. Oh, okay. Hör mal, so schwer ist das doch nicht. Gut, das Problem mit den Krampe ist jetzt natürlich, also mit den beiden Anhängern ist jetzt natürlich, dass man jetzt immer umswitchen muss, um die Plane abzumachen. Alter! Boah! Tschüss! So, jetzt. Alter! Scheiße! Falsch geändert. Ich vergesse umzuschalten. Und dann. Jetzt habe ich den Dolly ab. Jetzt soll ich meinen blauen ran machen, ne? Und da rückwärts ranfahren und dann ist fertig, ne?
Du hast den Dolly angehakt, ne? Ja, der ist jetzt warm. Okay. Was? Oh Mann, Hackschnitzel! Mal gucken. 415. Ach du Scheiße. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und wir haben Krampe gerade. Ach nee, nee, mit dem Krampe geht das schlecht. Wieso? Ja, weil wir nicht. Ach ja, weil wir die immer wieder abmachen müssen. Beim Abladen. Oder was meinst du? Ja, wir müssen die halt immer abmachen, weil wir halt nicht alle auf einmal dann abladen können. Weil wir ja hinten ranfahren müssen. Wo fahre ich denn eigentlich gerade hin? Wenn wir irgendwann mal Kohleüberschuss haben, müssen wir auf jeden Fall den alten Krampe verkaufen. Und wir erst halt einen neuen kaufen, damit wir einheitliche Dinge haben. Ja, wenn das dann halt mit dem Ruckel nicht irgendwie ein... Aber mittlerweile geht das hier. Also ja. Scheint wohl wirklich nur die Gegend gewesen zu sein. Vielleicht noch wegen dem DAZ, denke ich. Ja, denke ich mal auch. Alter, glaubst du mir, dass wir jetzt nicht mehr drumherum kommen? Boah, das wird jetzt richtig anstrengend. Ja, das wird wirklich sehr anstrengend. Zu machen. Eigentlich ist das eine scheiße Idee mit dem Jesus hier, Hänger hinten dran. Ne? Ist nur praktisch zum Abfahren. Ja, ich denke also, mal, den benutzen wir auch dann immer zum Abfahren. Ja. Ich fahr den hier. Weil für Maishäckseln bringt das überhaupt gar nichts. Nee, generell überhaupt. Nur zum Abfahren, ja. Ja. Das stimmt, ja. Wo wollen wir den parken? In der Halle wird schwierig. An der Halle. Halt so längs an der... Geht auch nicht, weil da kommt sonst der Mähdrescher dann nicht mehr vorbei. Ja, ich meine Problem. Da, wo wir halt unsere LKWs immer geparkt hatten. Ja, da muss man erstmal rückwärts. So. Nee, warte. Ja. Ich glaube, da steht jetzt ein Mähdrescher im Weg. Ja. Nicht kurz weg, da ist der. Es ist auf jeden Fall schwieriger jetzt zu fahren. Ja, wie gesagt, zum Abfahren. Ja. Aber dann können wir auch nicht mehr rückwärts rein und sowas, Alter. Eigentlich ist das irgendwie dämlich, was wir. Ja, deswegen haben. Einfach nur zum Verkaufen benutzen. Ja. Oh, das war falsch. Das war richtig. So. Und der Vorteil ist natürlich, wir könnten auch andere Anhänger daran machen, falls wir irgendwie noch einen Anhänger transportieren müssen. An dem jetzt? An dem hintersten nicht? Nee, nicht an den hintersten, an den vordersten. Ja. Halt, wenn wir jetzt zum Beispiel, sag ich mal, den Holzhäcksler zum Beispiel dingsen müssen. Den mitnehmen müssen oder so. Müssen wir nicht zweimal fahren. Ja. Gut, ist jetzt hier ein bisschen weniger Platz, aber egal. So, pass auf, ich tu meinen Hänger mal kurz hier hin. Stell mal den Hänger hier mal ab. Das ist ein Hänger, wa? Was willst du denn machen? Achso, umfärben, ja. Irgendwie sind die Farben gerade so komisch. Ach, ich habe gar keine Musik mehr an. Die ganze Zeit. Och nö. Was? Ach, wieder tiefer gewicht das Ding. Ach so, oh. Versuch mal mich irgendwie, fahr mal gegen dich. Oder ja, so. Das wird, haben wir ja schon letztes Mal versucht. Ja, Problem ist, dass ich dann wieder aus Versehen dein, wie heißt das hier, weg, teleporte. Macht ja nix. Warte, ich versuch mal. Nee. Das Ding ist fest. Ja. Das Ding ist fest. Ich glaube, die Position ist einfach irgendwie buggy. Nein, das ist nur bei dem. Ja, stimmt, nur bei dem, ja. Da ist benutzt wird. Ach so, okay, dann war das dein. Ach so, okay, stimmt. Muss man einfach nur drin einsteigen. Jetzt habe ich den aber nicht mehr mal gewusst. Ja. Das ist halt. Jetzt halt rumzwitschen. Ja. Am besten steigst du in den da wo der Silo in den Silo King ein, weil das ist eines unserer letzten Fahrzeuge. Ja, da ist er. Hä? Was ist?
Wieso haben wir hier Dünger? Hier nicht Dünger, wir haben hier noch, Gedingse. Saatgut. Ja, ich weiß. In der Halle. Ich weiß. Warum? Haben wir das nicht, weggemacht? Hä? Aus Werfern. Nee, haben wir nicht. Alter, ich bin ja mal gespannt, wie wir mit dem Doppelgespann, wie heißt das hier? Oh mein Gott. Benton Bakery zum Beispiel reinkommen. Ja, da wird es sehr schwierig werden. Also da werden wir langsam hochkommen. Aber ich denke mal, da werden wir hochkommen. Naja, auf jeden Fall. Nee, Benton Bakery ist ja da, wo es um die Ecke geht und sowas. Ach so, denke mal, Benton Bakery jetzt für die Weizenernte, weil da müssen wir nicht immer 7-mal fahren zum Bahnhof. Ja, zumindest für die großen Felder wäre es super. Naja, ja, Weizen oder generell. Eigentlich für alle Felder. Das ist also extrem. Ja, für zum Verkaufen und zum Dingsen ist der Müll halt gut. Ach, scheiße. Scheiße. Was denn? Wo haben wir denn da? Gruppe 2. So, Hallöchen. du scheiß PKW! Mann. Ach, Tank ist leer. Ja, stimmt. Oh, warum bin ich denn hier? Alter, ehrlich, wie 15 Meter Wasser eigentlich. Ne? Also, das ist wirklich. Was? Ja, das Feld für 26, weißt du, das Riesenfeld. Muss ich wieder auffüllen, den Tank. Hier den. Saatgut, ach so. Ich muss den besamen. Hm. Damit er weiter besamen kann. Oh, tell me more. Was? Weißt du, was auch das Komische ist? Man findet mich in der Suchleiste nicht. Ich meine, man kann eingeben Christian Hahn, schön und gut, ne? Aber man muss wirklich auch den mich wirklich auswählen. Mhm. Das ist das Ding, weil man kann mich ohne Anhaltspunkt, also man kann mich nicht mit dem Anhaltspunkt Schenefeld zum Beispiel finden. Mhm. Er redet so. Übrigens gerade wie von der Facebook-Geschichte, also nicht von nicht. Ja, das regt mich echt auf, weil es krass ist. Einfach nicht dran denken. Ja, sagt man so einfach, Alter. Nicht, dass ich so einen verrückten Stalker irgendwie noch habe oder so. Ja, weiß man heutzutage nicht, Alter. Ja. Wie ein Spinner oder so. Kann das auch noch zutrauen, dass das hier, wie heißt das hier, der irgendwie neuer Lover von meiner Ex ist oder sowas. Keine Ahnung, Alter. Heftig, ja. Oh Gott. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber da würde ich mich ja eher freuen. Wieso? Oh nein, so hat dich deine Ex nicht vergessen. Oh. Ja, Alter, die vergisst mich auf gar keinen Fall. Die sagt, ich habe sie zu Drogen gebracht, zu Kokain und sowas, ne, Heroin. Was? Und ich habe sie verprügelt und sowas alles, Alter. Stimmt das denn alles? Ja gut, das ja, ist ja, verprügeln, glaube ich, eher weniger. Alter, du traust mir zu, dass ich mit Heroin... Nein, nein. Deswegen frage ich ja. Ey, Alter, wie denn? Mein Bruder, ja, verwechselt mich mit meinem Bruder so nochmal drauf, aber selbst der hat den Scheiß nie genommen. Heroin ist schon eine andere Nummer. Ja, Heroin ist Morddrucke überhaupt. Genauso wie die ganzen anderen Scheiß wie Crystal Meth und will. Ja. Und was weiß ich nicht, was es alles gibt. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich bin zum Glück nie damit in Berührung gekommen. Ja. Wobei ich leider zugeben muss, ich habe mal jemandem geholfen, Drogen zu verstecken. Aber gerade ein. Damals, als ich halt in der WG gewohnt hatte, da hatte jemand sich irgendwas gekauft gehabt. Ja. Immer schön ins Let's Play schreiben. Alter, ja, Drogenverstecker hier. Oder? Ja, das ist 10 oder 15 Jahre her. Das, hey. Fand ich nicht gut am Ende. Zu der Zeit war es mir ehrlich gesagt egal, aber ja.
war auch nur ein kleines Beutelchen, also nichts Großartiges. Ach, was ist los? Waren wir in eurer WG die Bullen? Oder? Nee, Betreuer. Das war halt ein betreutes Wohnheim. Richtig, Leute. Ja, ich hatte damals meine Probleme. Wo ich sagen muss, die Zeit damals war cool. Auch wenn die Betreuer immer scheiße zu mir waren. Bestes Beispiel, ich musste richtig hart dafür arbeiten, um am Tag eine Stunde am PC zu, spielen zu können. Um Punkte zu sammeln. Oh, ich weiß noch, 30 Punkte musste ich sammeln, um pro Tag eine Stunde spielen zu dürfen. Und für Rasenmähen zum Beispiel habe ich nur 10 Punkte gekriegt und ja. Heftig, ja. Boah, Alter. Ja, so eine scheiß Zeit war das. Ach so, pass auf, der steht jetzt hier. Dachten, das würde helfen, dass ich nicht der Computersucht verfalle oder so, der Spielesucht. Ach, du bist schon in die Rolle oder so? Ja. Ich rede hier jetzt einfach. Ich stehe hier die ganze Zeit rum und sabbel hier einen zurecht und mach hier nicht den Helfer an. Komm jetzt zu dir. Alter, ich war das gerade in Ruppe, ja? Ich habe gerade den Helfer eingeschaltet. Vielleicht deswegen. Irgendwie, ja, langsam wird das instabiler, das Spiel, finde ich. Ja. Wir sollten nicht mehr so viele Mods. Also, vielleicht mal in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten. Brauchen wir die Mods, brauchen wir die nicht? Ja, ja. Weil ich glaube, mit diesen Lehmken war eigentlich ein Fehler, den zu laden, weil. Ja. Den werden wir so oder so nie. Ich denke, benutzen. Der GAZ wird sich auch noch bemerkbar machen, obwohl er nicht hier drin ist, sondern er ist ja in den Dateien. Deswegen. Kann sein, dass der irgendwie sich bemerkbar macht noch. Vielleicht noch in den Serverlogs oder so. Ja, ja, deswegen. Ich hab keine Ahnung davon, also. Ach so, ich switch mal noch ein bisschen. Alter, in Blau sieht er cool aus. Hey, das ist übrigens das Lehmken Blau. Oder wie heißt die Marke? Blau. Ja, Lehmken Blau, ja. Sehe ich nämlich gerade, weil da hinten ja der Gruber steht. So, hol ich mal die Samenmaschine. Oh ja, zeig mir mal. Besamungsmaschine. Oh ja. Was? Ja, ich meine Ring. Eigentlich kann also, man Leute bei Facebook melden und blocken, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, der hätte mich auch gegeben, weißt du, Alter. Ja. Ja, du auch nicht. Ja, irgendwie schon. Ich fand das echt interessant, Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für Menschen es gibt, die wirklich so sympathisch sind, einen anschreiben und wie heißt das denn sagen, erzähl du mal was von dir und bitte nicht im Imperativ schreiben oder sowas. Mach da einfach. Weil das mit dem Imperativ, das ist schon cool. Erst Stefan-like tatsächlich. Ja. Aber das kann nicht Stefan. Ich denke, ich ist. Nee, solche Wörter kennt er doch, nicht. Auf jeden Fall, der ist doch auch, wie heißt das? Eigentlich ist er ja ein intelligenter Junge. Ja, aber der kennt sich nur mit Chemikalien aus. Ja, aber trotzdem, also ich denke, also das würde ich ihm zutrauen, sag ich ganz ehrlich. Nee. Also ich mal einen Scherz machen. Wie gesagt, er ist ein Idiot, aber nicht so einer. Naja, hat sich viel Spaß gemacht bei irgendwas. Nee, also ich denke, dass er mich kannte. Also der das geschrieben hat, denke ich, dass er mich auf jeden Fall kannte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er kannte mich. Wobei das halt ziemlich komisch war, dass als er halt geschrieben hat, hast du frei oder was? Naja, aber das ist halt eine Ablenkung. Warum fragt er danach, hast du öfter frei? Ja. Weißt du, was ich meine? Warum sollte er das fragen? Das ist schon sehr komisch. Vielleicht ist das so ein geiler Schwuler, der geil drauf ist, Leute kennenzulernen, die durchnehmen kann. Nein, aber ganz ehrlich, irgendwie. Warum leuchtet? Warum ist die Licht rundum leuchtet an? Stimmt, warum ist die an? Ist die nah dran? Nee. Also vielleicht, weil ich oder? Weil ich vielleicht fast voll bin? Dann müsste er bei mir gleich ausgehen. 90% bin ich gerade. Aber der leuchtet schon die ganze Zeit.
Also ich habe den auf jeden Fall, als ich den hierher gefahren habe, halt angemacht. Ja, vielleicht ist sie deswegen angeblieben. Aber normalerweise macht der Helfer das dann aus. Eigentlich schon, ne? Sehr seltsam. Guck, ist wieder immer noch an. Ja. Achso. Wer war denn nochmal der Spinner, den Chris da immer geguckt hat bei Twitch? Kollege? Nee. Das war. Ach, verdammt. Der hat da nochmal Black Ops 2 oder sowas spielen ja, sehen. Ja, Ah, verdammt. Mir fällt der Name nicht ein. Der liegt mir gerade auf der Zunge. Ja, mir auch, aber. Montana Black. Genau, Montana Black. Aber das ist ja kein. Rapper oder? Nee, das ist ein. Ja, das ist ein hier Streamer, so wie Gronkh. Okay. Also ein Name Spieler. Ob der Musik macht, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Alter, wie viel haben wir hier drin? 1, Alter. Und das ist ja schon ordentlich verdichtet. 26%. Hm. Ja, ja. Nein, ich kann mich wieder nicht bewegen. Beweg dich, du Schwuchtel! Junge! Junge! Kann ja alleine die Person mehr. Fertig. Stimmt ja auch. Ja. Haben keine direkte. Der hat mir keine direkte Antwort gegeben, ne? Aber ich. Ja. Ich einmal bin ich da mal. Wie wird er das denn keine Ruhe lässt? Ja, Alter, was soll ich da? Ey, so ganz ehrlich, irgend so ein Spinner schreibt mich an. Weiß ja. Anscheinend Dinge. Und wie heißt das hier, ey, weiß ich nicht, er beleidigt mich und erzählt mir, dass sein Pimmel ganz klein ist, ich weiß nicht. Finde ich komisch. Was hat er geschrieben, was hat er nochmal geschrieben? Er sagt, er kann nicht mehr im Stehen, warte mal. Er muss im Stehen pissen, weil sonst sein Schwanz im Wasser hängt. Monetarisierung aus. Ja, ganz ehrlich, wer solche Sprüche bringt, der hat eh einen anderen. Genauso wie diese Leute einen an der Marmel haben, die dann halt diesen Gegenspruch bringen. Dann solltest du auch im Schwimmbad beim Schwimmbad. Oder das. Ja, aber das ist. Das ist wenigstens. Ja, das zeigt, dass er einen ganz, 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 ganz Lütten hat. Alter, der war hier schon zu mir gedreht. Was zur Hölle? Was hatten die das Teil für eine Reichweite? Echt krass. Boah. Das war auch schon bei 82%. Aber warum dieses Bild, das macht mich kirre. Ich weiß das nicht. Das ist halt. Das habe ich schon. Nein, das habe ich schon vor dem 7. Dezember mal gesehen. Ja. Und zwar bei Facebook. Ich sehe das nicht. Das ist komisch, ey. Das. Entschuldigung. Ich war jung. Musst du nicht so viel saufen. Oh. Dein Blau sieht cool aus. Ja. Alter, hast du gesehen, dass das 20 Millionen Dollar kostet bei GTA, das neue Update alles zu kriegen? Was? Ja. Das heißt, es heißt das 20 Millionen Dollar Update, irgendwie haben sie auch geschrieben, Mafu und Curry. Ist das Spindy? Ja, natürlich. Das ist nichts anderes mehr. Guck mal, da musst du dir dreimal das Geldpaket, was kostet das? 75 Euro eigentlich, ne? Diese 8,5 Millionen. Ja. Ja, zu machen, da musst du dir dreimal kaufen, damit du alles kriegst, Alter. Bei eben über 200 Euro ausgibst. Für was denn, Alter? Behindert oder? Naja, man kann dann halt, Autos klauen. Ja, super, Alter. Weißt du, diese 20 Millionen, Alter, das
kriege ich doch in 500 Jahren nicht wieder zusammen. Nee, das ist jeden Tag 8 Stunden Spiel. Ich finde, das war gut. Hier lang ja, also. Updates bringen und das halt auch, die darauf achten, dass es halt auch Langzeitspiel Spaß in Anführungszeichen, dass sie das so machen, aber die übertreiben es ein bisschen. Weil Leute, die mal ein bisschen zocken, so wie ich, Gelegenheitsspieler, die haben überhaupt gar keinen Spaß mit diesen Updates. Die haben auch keinen Spaß, sich die ganzen Autos zu holen, weil die einfach zu teuer sind. Weißt du, 20 Millionen, wie lange musst du dafür den Spiel, bitteschön, damit du 20 Millionen kriegst? Ja. Passt unmöglich. Ding der Unmöglichkeit passt. Ja, unmöglich ist es nicht, aber es ist sehr schwer. Ja, das siehst du, aber die bringen so oft Updates raus. Guck mal, zwischen diesen Updates und nach Motto, vielleicht könnte man das Geld zusammensammeln. Aber dann kommt ja schon wieder das neue Update raus und nach Motto, weißt du? Man muss also wirklich dauerhaft Geld sparen, damit man immer alles mitnehmen kann. Man muss dauerhaft online sein. Ja, meine ich ja. Dauerhaft spielen, dauerhaft Geld scheffeln. Da geht irgendwann der Spielspaß verloren. Also jetzt für mich halt ist das eine scheiß Politik. Bist du schon wieder fast fertig? Nee. Ja, so ja fast. Ja gut, fast nicht. 71%. Das ist also wirklich schön. Doch ganz ehrlich, und diese GTA-Politik ist scheiße, meiner Meinung nach. Ja. Weil ich habe nie eine Chance mehr, auch nur irgendwas davon kaufen zu können. Ja, ich auch nicht. Ja. Und ich kaufe mir ab und zu mal echt Geld. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Aber ja, Alter, aber, 20 Millionen, das habe ich halt kriege ich nie im Leben hin. Ja. Huch. Oh nein, ich habe den EEP-Shit angelassen wieder. Ah. Entschuldigung. Oh Gott, wir sind bei 41 Minuten. Oh Gott. So, ich mache hier die. Achso, ist ja, ich habe Mais wieder angepflanzt da hinten, ne? Also, wir verfällten auch jetzt wieder ein Wechsel, ne? Ja, toll, danke. Alter, du. Du Hund, Alter. So. Nächste Folge, ne? Ja, tschüss. Tschüss. Und immer.